lange Zeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ach ja, ein Moment, der wohl so ziemlich jedem Filmliebhaber bekannt ist. Davon beschert uns Lego Jurassic World noch jede Menge mehr, denn im neuesten Streich von TT Games verschlägt es uns auf die Inseln Isla Nubla und Isla Sorna, wo wir die Geschichten von Jurassic Park 1 bis 3 und dem gerade im Kino anlaufenden Jurassic World nachspielen dürfen. Du bist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen in diesem Park verdienen. Am typischen Lego-Gameplay hat sich natürlich kaum etwas geändert. Immer noch hüpft, schlagt und rätselt ihr euch durch die Levels und wechselt zwischen den verschiedenen Figuren mit ihren Spezialfähigkeiten hin und her. Das gewinnt zwar sicherlich keinen Innovationspreis, macht aber immer noch ordentlich Laune. Lego-typisch dürft ihr alle vier Abenteuer natürlich auch wieder im Zwei-Spieler-Koop mit einem Kumpel zocken. Das macht selbstverständlich noch mehr Spaß. Allerdings gibt es in Lego Jurassic World auch einige Passagen, in denen der Kollege zum Zuschauen verdammt ist, weil er mit seinen Fähigkeiten nicht viel ausrichten kann. Da lässt sich jedoch locker drüber hinwegschauen, wenn man dafür regelmäßig mit solch ikonischen Filmszenen belohnt wird, die oftmals leicht verändert wurden, um ins Lego-Universum zu passen. Fans der Filme kommen hierbei aber auf jeden Fall auf ihre Kosten. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Doch auch spielerisch sind die bekannten Momente der Filme gut in das Lego-Thema eingegliedert worden. Der typisch alberne Humor passt besser zur Vorlage als zunächst vermutet und sorgt für einige Lacher. Da es eine blöde Idee wäre, den T-Rex hier anzugreifen, lenken wir ihn also einfach mit einem Gummiknochen ab. Im freien Spiel und in einigen Abschnitten der Story dürft ihr sogar selbst die Dinos steuern. Das fällt allerdings etwas hakelig aus und die Saurier klippen oftmals in Gegenstände hinein. Im Gegensatz zu anderen Spielen aus der Reihe, wie zum Beispiel Lego Batman, kommt es hier natürlich nicht so oft zum offenen Kampf. Stattdessen werden die Konfrontationen mit den Sauriern als Quicktime-Events präsentiert. An einigen Stellen nehmt ihr so auch an Kämpfen teil, welche die Dinos untereinander austragen. Das ist spielerisch zwar mehr als simpel, toll präsentiert ist es aber allemal. Hey, pass auf den Baum auf! Apropos Präsentation. Die Inszenierung ist für ein Lego-Spiel wirklich hervorragend. Besonders gefallen haben uns die Passagen, in denen wir zwischen Figuren an unterschiedlichen Orten hin und her wechseln mussten, um weiterzukommen. Das verleiht Jurassic World eine für Lego-Spiele ungewohnte Rasanz. Was war das? Andere Abschnitte, wie beispielsweise die Flucht vor großen Dinosauriern, kommen zu häufig vor und sorgen für Übersättigung. Überhaupt muss man leider sagen, dass spielerisch ab der Hälfte der Kampagne ein wenig die Luft raus ist und sich die Gameplay-Elemente zu oft wiederholen. Die Liebe zur Vorlage reißt hier einiges raus. Störend fanden wir hingegen einige Bugs, wegen denen wir trotz Day-One-Patch mehrmals ein Level neu laden mussten. Sollte TT Games zügig nachbessern, ist LEGO Jurassic World allerdings klar eines der besseren LEGO-Spiele der letzten Jahre.